Ja, herzlich willkommen hier auf der Cannatrade. Ich will Sie auf eine kleine Reise entführen über ein paar tausend Jahre, über die Hanfkultur, Hanfkultur als Weltkultur und was sich so innerhalb der letzten 100 Jahre auf dieser Erde im Denken der Menschen in Bezug zu dieser Pflanze geändert hat. Die Hanfkultur ist auch ein Weltkulturerbe, gehört zum Bereich der Psychonautik, der Seelenreisenden, genauso wie zum Bereich der Technik, wenn man hier denkt an Hanfpapier, an Hanfseile, an Hanfstoffe. Die Verwendung des Hanfes hat eine sehr alte Tradition. Ursprünglich oder die ältesten Hinweise auf die Nutzung der Hanfpflanze kennt man aus dem alten China. In der Yangshao-Zeit, das ist ungefähr gut 6.500 Jahre her, da war der Hanf schon bekannt und wurde genutzt. Und zwar hat man Fischernetze, weil Hanfseile in der Feuchtigkeit, die reißen nicht, hat man Fischernetze gemacht und Textilien. Und schon vor über 4.500 Jahren gibt es schriftliche Überlieferungen, auch aus China. Man muss wissen, China ist die Nation eigentlich auf der Welt, die die längste, nicht krass unterbrochene kulturelle Evolution hat. Chinesische Literatur von 4.000, 5.000 Jahre, die kann man heute noch lesen und es gehört dort zum Kulturgut, das für viele hier irgendwie bei Schiller und Goethe beginnt. Also die kulturelle Tradition dort hat eine andere Dimension als hierzulande. Und da hat man schon erkannt und auch niedergeschrieben, dass man den Hanf vielseitig nutzen kann. Seine Blüten, die Samen, die Blätter, die Stängel und die Wurzeln. Und Hanf wächst schnell nach. Also man hat auch die Wirtschaftlichkeit und die Nützlichkeit dieser Pflanze in der Medizin, zum Herstellen von Textilien und Seilen, zum Herstellen von Nahrungsmitteln aus den Samen, Hanföl oder Hanfmehl zum Backen, das wurde redlich genutzt. Ja, und in der Hanfperiode, da ist auch überliefert, die psychedelische Dimension der Pflanze wird beschrieben als eine Pflanze, die die Seele ins Unendliche öffnet. Heute Psychiater sprechen davon sogenannter ozeanischen Selbstentgrenzung. Das gehört also zu einem der drei klassischen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Kann man so nachlesen in den Fachberichten von der Forschung an der Uniklinik in Zürich. Die sind da sehr intensiv am Forschen oder auch der Professor Brenneisen in Bern. Da kann man viel erfahren, was es heißt, die normalen Bewusstseinsstände irgendwie durch Einfluss bestimmter psychotrop wirkender Substanzen zu verändern. Die Hanfkultur hat sich dann von China aus ausgebreitet. Und zwar richtig kann man beobachten, entlang den großen Handelswegen sind immer mehr Kulturen übergegangen, die Hanfpflanze anzubauen und zu nutzen. Man kennt also die ältesten Überlieferungen aus China und dann Turkestan, Zentralasien und Indien und später Taiwan Richtung Osten, Ägypten Richtung Westen. Und in Ägypten, da gab es also eigens eine hohe Priesterin für diese Pflanze und sie wurde sowohl medizinisch wie auch
für das Handwerkliche genutzt. Hand wird auch beschrieben bei den Assyrern. Nicht? Die Assyrer, das waren damals die Hochkultur. Der Tempel von Jerusalem, als Salomon den Auftrag gekriegt hatte, einen neuen Tempel zu bauen, da hat er sich einen Fremdarbeiter geholt, einen Assyrer. Die hatten also architektonisch die Stellung wie eine Zeit lang das Römische Reich, die Viadukte und große Kuppelbauten erstellen konnten. Und dort war Hanf auch eine sehr zentrale Pflanze im allgemeinen kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Auch im antiken Griechenland war der Hanf bekannt. Und bei den Skythen gab es ein Begräbnisritual. Da ist die Trauergemeinde in eine Schwitzhütte gegangen. Und dann hat man Hanf verdampft, also auch heiß gemacht, sodass die ganze Schwitzhütte voll mit dem Duft der Hanfblüten ist. Und die Leute sind dann in einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand gekommen und haben den genutzt, um den Verstorbenen in diesem Zustand ins Jenseits zu begleiten. Also Hanf wurde auch hierzulande in kultischen Bereichen genutzt. Man kennt das ja aus Indien, die Babas, die Haschisch rauchen, die Sadhus, und das ist dort auch ein religiöses Zeremoniell. Dass es unterschiedliche Sorten von Hanf gibt, da ist die älteste Überlieferung von Leonhard Fuchs. Das war ein deutscher Botaniker, Pharmazeut und Mediziner. Und er hat ein Kräuterbuch gemacht im 16. Jahrhundert. Und darin beschreibt er zwei Arten von Hanf. Cannabis sativa, das ist also der gesäte Hanf, von sata, die Saat im Lateinischen. Und dann gab es, also das ist der gepflegte Hanf, der Mensch so züchtet, wie er ihn halt auch gerne hätte. Und dann gab es den wilden Hanf von Silva de Silvestri. Und zwar am Waldrand wuchs eben der wilde Hanf. Das war der nicht gezähmte Hanf. Und heute kennt man eigentlich zwei Grundsorten, auch Cannabis indica und Cannabis sativa. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Verhältnis vom THC zum CBD-Gehalt, also von verschiedenen Cannabinoiden. Auch in der neueren deutschen Geschichte war der Hanf zu Pate. Das ist die Germania aus der Paulskirche in Frankfurt am Main. Dort in dieser Kirche war die erste frei gewählte deutsche Bundesversammlung zusammengekommen. Und die Germania trägt ein Schwert und einen Hanfzweig in der Hand. Das Schwert, das ist für die Verteidigung, und der Hanf, der ist für den Frieden, denn die Friedens- und Liebesgöttin Freya, deren ihre Blüte war auch der Hanf. Hier sieht man das Bild, die Germania in der Mitte und den zentralen Bau dieser Kirche und wie unten aus diesem Gemälde die ganzen gewählten Abgeordneten, und die haben praktisch dann die neue Verfassung für Deutschland, den ersten Entwurf, verabschiedet. Das ist ein Bild aus einer Kirche, und zwar aus dem Dom zu Gotha. Auch in kirchlichen Kreisen hat man den Hanf als wichtig angesehen und hat darum in der Mitte der Kuppel von der großen Eingangshalle, wo die Träger sozusagen für die Kuppel zusammenkommen, vier Hanfblattgruppierungen hingesetzt. Also der Hanfblatt, die Hanfpflanze hat da auch für die Kirche seinerzeit vor etwa einem halben Jahrtausend eine ausschlaggebende
Bedeutung. Bis 1925 war der Hanf eigentlich eine ganz normale Pflanze. Und dann gab es den Streit, ob man den Hanf unter die neuen Konventionen gemäß der internationalen Opiumkonferenz unterstellen soll. Und diese Konferenz in Genf, China und die USA hatten die Konferenz vorzeitig schon aus Protest wegen irgendwelchen zu lockeren Abmachungen wegen Heroin verlassen und wegen Opium. Man muss wissen, es gab richtige Kriege, weil die Engländer indisches Opium in China verkaufen wollten und die chinesischen Kaiser wollten nicht, dass die Chinesen so viel Opium rauchen und haben den Import verboten. Und das war die Art, wie die Chinesen so mit der christlich-abendländischen Wertegemeinschaft, wie man sie heute nennt, Kontakt gekriegt haben, nämlich eins aufs Maul von der englischen Flotte, damit sie den Engländern zu erlauben, erstens Drogen zu verkaufen und zweitens zu missionieren. Das war so die Leitlinie der angelsächsischen Kolonialpolitik. Es gab zwei Opiumkriege und dann erst 1909 war die erste Opiumkonferenz, wo dann also die sogenannte internationale Staatengemeinschaft das Zepter übernommen hat und angefangen hat, Opiatehandel weltweit zu regulieren. Indien war gegen die Aufnahme mit 7 weiteren Ländern, während Ägypten unglaublich dafür war, weil das war irgendwie nicht muslimisch zu kiffen. Aber damit das Deutsche Reich, dem das eigentlich völlig egal war, und in Deutschland Hanf in der Kriminalstatistik oder in der Gesundheitsstatistik eigentlich nicht vorgekommen ist, haben die dem einfach zugestimmt, weil die Ägypter zugesagt hatten, dann würden sie kein Importverbot für deutsches Heroin erlassen. Das war also der Deal. Also der eigentliche Grund, dass der Hanf heute verboten ist, ist ein Deal, ja, der ägyptischen und der deutschen Reichsregierung und der ja, Bayerwerke oder später IG Farben, weil die um jeden Preis ihr Age verkaufen wollten. Und von 1925 ging es eigentlich bis 1967. So lange spielten Drogen in der Politik hierzulande keine oder nur eine marginale Rolle. Selbst im Dritten Reich, da war Leonardo Conti der sogenannte Reichsgesundheitsführer und er hat zwar Rauschgiftdezernate eingerichtet in verschiedenen Städten und der Begriff Rauschgift, der stammt auch aus dem Dritten Reich. Vorher sprach man einfach von Drogen. Und die Höchstzahl der ertappten Delikte, die lag so bei 1500 bis 1700 im gesamten Deutschen Reich. Und verurteilt gemäß Gerichtsstatistik wurden so 60 bis 70 Leute im ganzen Reich. Und auch in der Bundesrepublik in den Jahren bis 1967 gab es immer weniger als 1000 Delikte, 600, 700 Tatverdächtige in Sachen Opiumgesetz. Und dann fingen auf einmal die Schüler und Studenten an zu revoltieren. Es kam Flower Power, eine außerparlamentarische Opposition, und ein Berliner Polizist hat den Benno Ohnesorg, einen protestantischen Studenten der evangelischen Studentenschaft, in einem Hinterhof bei einer Schardemonstration erschossen. Und das war, ja, zynisch gesagt, der Startschuss von einer Wende in der Politik in ganz Europa. Da wurde dann auf einmal als Repressionsmittel das Betäubungsmittelgesetz eingesetzt. In den ersten Jahren waren es vor allem Schüler und Studenten,
Leute unter 21 Jahren, die von der Polizei verfolgt und kontrolliert wurden. Denn man wollte einfach ein Druckmittel haben auf die Szenen, die sich in Universitäten in allen europäischen Staaten entwickelten. Und so hat sich von 1967 bis ins Jahr 1971 die Zahl gleich verzwanzigfacht. Da waren es über 20.000. Und dann gab es ein neues Gesetz, ein Betäubungsmittelgesetz. Die Höchststrafe wurde von 2 auf 10 Jahre erhöht und danach in den 80er Jahren noch auf 15 Jahre. Und in der Folge begann eine Infrastruktur von den Behörden aufgebaut zu werden, um Drogenkonsumenten zu jagen. Und dann gibt es Steigerungen und es steigert immer mehr bis etwa über 200.000 Tatverdächtige jedes Jahr in der Bundesrepublik. Und die meisten dieser Menschen, die machen eigentlich überhaupt nichts Böses. Sie belästigen nämlich ihre Mitmenschen nicht. Sie konsumieren etwas für sich, für ihren Spaß. Und das ist ein Grundmenschenrecht. Jeder soll in seiner Art genießen können, solange er durch seinen Genuss die anderen Menschen in ihrem Genuss nicht belästigt. Hier sieht man, welche Rolle Cannabis bei allen Betäubungsmitteldelikten spielt. Und man sieht auch wieder das Ansteigen der Kurven, und zwar bis 2004. Man muss sich vorstellen, Rot-Grün, also die Grünen und die Sozialen, die Sozialdemokraten sind angetreten und die Grünen haben auf ihre Wahlplakate gedruckt, wir werden für grüne Landschaften sorgen und ein Hanffeld. Und genau wo die regiert haben, da war Chili Innenminister, ist die Repression sprunghaft in die Höhe. Und seitdem die Konservativen in der Regierung ist, auch wenn man nicht glaubt, Schäuble hat die Drogenkonsumenten schon etwa zu 20% weniger verfolgt als Chili zu seinen letzten Amtsjahren. Also die Prioritäten werden heute schon auch etwas anders gesetzt. Aber man sieht, der Hanfanteil, der steigt sehr hoch. Und hier haben wir den Prozentsatz. Wie viel Prozent sind Cannabis-Delikte? Und dann sieht man, es ist meist die Mehrheit. Fiel dann herunter in dem Jahr 1992 war es am tiefsten. Da gab es eine Diskussion dank eines Richters namens Neskowitsch in Lübeck, der angezweifelt hat, ob das Verbot rechtens ist. Und im Rahmen dieser Diskussion ist von weit über 60% der Anteil der Hanfdelikte bei allen Betäubungsmitteldelikten auf etwa unter 40% gesunken. Und dann, wo das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, mit diesem Verbot, das ist okay, nur wenn es ganz geringe Mengen sind, dann darf man es nicht strafen, weil man den Konsum nicht bestrafen darf in Deutschland, wegen dem Grundgesetz. Und danach stieg der Tag wieder an und liegt bei etwas um die 60% heute. Hier ist noch eine andere Zeitreihe, auch aus Deutschland. Und der allgemeine Verstöße bei Betäubungsmitteldelikte sind die Verstöße, die Fremdgefährdung ausschließen. Das ist also Besitz einer geringen Menge oder einer kleinen Menge und beim Kiffen oder beim Sniffen oder sonst wie erwischt worden. Das sind sogenannte konsumbezogene Delikte, von denen werden auch von den Staatsanwaltschaften je nach Bundesland mehr oder weniger eingestellt, aber man ist dann halt registriert. Und man sieht, die konsumbezogenen Delikte machen auch eine deutliche Mehrheit aus. Und hier haben wir eine Prozentsatzkurve mit den konsumbezogenen Delikten. Und auf Konsumenten gehen die Behörden stärker los, wenn sie weniger Händler erwischen,
weil am Ende vom Jahr kommt eine Kriminalstatistik und dann beraten dann die Innenminister der Länder in der EU, wer ist der Beste. Da komme ich dann noch drauf, wer der ist der Beste. In Deutschland 70% zurzeit nur konsumbezogene Delikte, nur 30% betreffen über Handel oder Schmuggel oder Weitergabe. Hier haben wir die entsprechende Kurve für die Schweiz. In der Eidgenossenschaft war Mitte der 70er Jahre Betäubungsmittel etwa 5.000 Anzeigen. Heute sind es etwa 50.000. Gut, die Bevölkerung hat auch etwas zugenommen, aber die Repression hat in der Schweiz sehr stark zugenommen. Hier sieht man vor allem in den Jahren 1991, 92, 93 die Kurve sehr schnell hoch. Da herrschte in der Schweiz fast ein Bürgerkrieg wegen Drogenkonsumenten. Am Blattspitz und später am Bahnhof Letten in Zürich versammelten sich an manchen Wochenenden 2.000, 3.000 Junkies aus ganz Süddeutschland, Frankreich, aus der Schweiz. Und das war so der zentrale Jahrmarkt für Heroin. Und da hat man sich getroffen. Das war schon fast ein kleines Festival, Junkie-Festival. Aber das wurde immer schlimmer, vor allem für die Geschäftsleute in der Umgebung. Darum gibt es in Zürich in den meisten Passagen, so zum Beispiel von der Langstraße in die Hinterhöfe, nur Schwarzlicht und nicht wie in anderen Städten normale Beleuchtung. Das ist in erster Linie, damit die Junkies ihre Venen nicht finden. Das ist nämlich bei Schwarzlicht schwieriger. Und in der Zeit ging die Repression auf einmal sehr hoch, weil nach einer Räumung von so einer Szene ist natürlich landesweit mit polizeilich gesehen Straftaten zu rechnen. Aber die Regierung hat relativ vernünftig reagiert, das muss man auch sagen. Man hat Fixerstuben eingerichtet, man hat Nadelaustauschprogramme etabliert und man hat in der Folge auch Heroinabgabeprogramme eingeführt. Und man hat gemerkt, wenn die Rahmenbedingungen für die Drogenkonsumenten anders sind, dann sinkt auch die Kriminalität. Weil einer, der vom Arzt Heroin verschrieben kriegt und er weiß, er wird betreut, der hat keinen Grund, beim Nachbarn im Keller einzubrechen, um sich Geld zu besorgen, um Stuff auf dem Schwarzmarkt zu holen. Hier haben wir einen Vergleich. Wie viele Anzeige gibt die Polizei pro 100.000 Einwohner in einem Land? Wie viel schreibt die da? Und man sieht, also das ist jetzt auch eine Statistik von 1975, da waren in Deutschland ungefähr 50 und in der Schweiz ungefähr 100. Und danach stiegen in beiden Ländern diese Anzahl der Anzeigen pro Einwohner an. Und daran sieht man deutlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drogenkonsument mit der Polizei Ärger kriegt, ist in der Schweiz mehr als doppelt so groß als in der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutschen reden manchmal von der Schweiz, wie wenn das ein Kifferparadies wäre. Gut, die Richter entscheiden in der Schweiz wieder anders als deutsche Richter, das muss man auch zufügen. Also da bleibt viel hängen zwischen Polizei, Staatsanwalt bis zum Richter. Also die Verurteilungen nachher sehen in der Schweiz im Allgemeinen günstiger aus. Und wenn der Polizist ein Scheinaufkäufer ohne richterliche Genehmigung irgendwo in Zürich einen Treffpunkt mit einem Dealer ausmacht und 160 Gramm Kokain kauft, dann sind die Polizisten verwundert, dass sowohl ein Bezirksgericht, so heißt ein Amtsgericht in der Schweiz, oder ein kantonales Obergericht, so heißt ein Landgericht in der Schweiz, oder ein Bundesgericht, das heißt in Deutschland wie in der Schweiz Bundesgericht, diesen Dealer freisprechen, weil der Polizist illegal gehandelt hat. So viel Rechtsstaat, das ist in Deutschland eine Seltenheit. Obwohl auch in Deutschland, es war ein Hamburger Haschischhändler, der geklagt hat durch alle Instanzen,
dem nachgewiesenermaßen er zweimal über 60 Kilo Haschisch verkauft und da wollten die ihm sein Häuschen wegnehmen. Haben gesagt, das hätte von Drogengeld erworben. Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, verloren, verloren, verloren. Bundesverfassungsgericht, gewonnen. Die haben geschrieben, Vermögensstrafe wie Artikel so und so, Strafgesetzbuch, verfassungswidrig, nichtig. Also auch da gibt es Gerechtigkeit. Anfang der 70er Jahre gab es neben der polizeilichen Repression auch eine mediale. Und so hat ein Umfrageinstitut 1972 Fragen gestellt. Heute würde niemand sich mehr trauen, solche Formulierungen zu schreiben, aber damals war das so. Und zwar wurden die Leute gefragt, ob sie neben einer solchen Nachbarfamilie gerne oder nicht gerne wohnen. Und viel dagegen bei einem Rauschgiftsüchtigen, heute sagt man vielleicht höchstens Betäubungsmittelabhängigen, waren etwa 2/3, 65% fanden das am schlimmsten. Viel schlimmer als eine Negerfamilie, eine Gastarbeiterfamilie oder eine Familie mit einem schwachsinnigen Kind. Aber auch da gab es von vielen Leuten anscheinend Vorbehalt. Wäre gegen ein verkrüppeltes Kind, haben viel weniger Leute was. Das ist schon interessant, aber wie Leute so ticken. Und durch diese unglaubliche Kampagne wurden vor allem die Fixer aus der Gesellschaft rausgepresst, diskriminiert. Man wollte die nicht haben. Das heißt, sie wurden entsolidarisiert, waren auf sich angewiesen. Und durch diese mediale Kampagne haben die Leute irgendwie auf alle Drogenkonsumenten, zumindest die, die die Massenmedien so konsumieren, als glauben sie, dass das stimmt, was da alles steht. Und das führte zu sozialen Problemen. Weit mehr als durch die Droge, einfach die soziale Ausgrenzung. Und dann gab es, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, auf einmal einen riesigen Anstieg an sogenannte Drogentoten. Das war auch genau das Zeitalter, als AIDS aufkam, als man entdeckte, wie das wirkt und wie sich das ausbreitet. Da gab es noch keine Medikamente, um das so lange zu unterdrücken. Und auf einmal starben viele Leute. Das stieg rasant an. Bis zu dem Zeitpunkt gab es keine Substitutionstherapie, das war nicht der Normalfall. Bis zu diesen Zeiten gab es keine Fixerstuben, gab es keine Kanülenaustauschprogramme. Und da hat man angemerkt, es ist besser, Harm Reduction zu betreiben, es ist besser, den Leuten zu helfen bei ihrem Konsum, als sie nur zu diskriminieren. Der erste Erfolg, die obere Kurve, das in Deutschland, das war dann Mitte der 90er, das waren die Fixerstuben. Und dann stieg es nochmal an. Und die zweite, das Absenken, das war die Einführung der Heroinabgabeprogramme. Und daran sieht man deutlich, im Wesentlichen ist es die soziale Situation, in der der Konsument steht, die zu seinen Problemen führen und nicht die Droge selbst. Hier ein kleiner Hinweis zu Statistiken. Das sind so ein paar Jahre die sogenannten Drogentoten in der Schweiz. Das ist die untere Kurve, das sind so 200-300, war ein paar Jahre um die 400. Und oben drüber ist eine Kurve, da sind hinzugezählt alle AIDS-Tote, die sich infiziert haben mit Kanülen, mit gebrauchten Kanülen. Man muss wissen, damals wurde in der Stadt Bern durch die Stiftung Kontakt Kanülen im breiten Stil verteilt. Und keiner hat sich in Bern darüber aufgeregt, auch die Staatsanwaltschaft, auch die Polizei nicht. Und in Zürich gab es Politiker wie der Herr Gonzales und der Herr Wiederkehr, die den Apothekern und Ärzten gedroht haben mit Approbationsentzug, wenn sie Drogenkonsumenten frisches Spritzbesteck geben. Diese Leute haben wirklich ein paar tausend Menschenleben auf dem Gewissen.
Und da, finde ich, gibt es auch rechtliche Defizite. Die werden nie vor Gericht gestellt für solche politische Entscheide. Vor kurzer Zeit war mal in Deutschland eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und da haben die staatlichen Organe die Leute so richtig auf Schwarz-Rot-Gold getrimmt, damit die auch bei den Fußballspielen schön brav mit Fädchen schwingen. Und das Bild gibt's im Internet. Wenn Drogen legal wären, völlig normal, wie das bis 1920 herum war, da gab es Reklame für Heroin und Aspirin auf dem gleichen Plakat. Und da gab es so Plakate, du bist Deutschland, das war so eine Kampagne von der Bundeszentrale für politische Bildung und Innenministerium. Man musste die Leute auf die WM eintrimmen. Da haben so ein paar Leute spaßeshalber solche Plakate gemacht und die groß zu den Stadien plakatiert. Die Ordnungsdienste waren ziemlich schnell, die wieder abzukratzen oder zu überkleben. Aber so würde das aussehen, das wäre das Styling mit Drogen heute, wenn das ein normales Produkt wäre oder hier so ein Teil Kokain, weil es widerspiegelt ja auch die Realität. Nicht im Bundestag, da dürfen Sie nicht gucken, wie viel Kokain Sie finden, als da jemand mal nachgeguckt hat und das in die Presse gebracht hat. Haben gesagt, nein, nein, das ist immun. Oder die italienischen Parlamentarier haben sich gewehrt, haben gesagt, nee, nee, Bluttest mit uns nicht. Da hat ja das italienische Fernsehen den Leuten so vor dem Parlament gesagt, ja, wir machen hier eine kleine Fernsehaufnahme, wir schminken sie noch ein bisschen und kleines Interview, sind Politiker ja immer gern dabei. Und in den Schminkteiler hatten sie so Drogentester dabei und wussten dann von jedem, ob er auf Cannabis oder Kokain positiv ansprach. Und das waren erstaunlich viele, also ein zweistelliger Prozentsatz. Und dann gab es einen Riesenstreit, ob sie das ausstrahlen dürfen oder nicht. Also Parlamentarier sind irgendwie da außerhalb. Aber wenn man sonst in die Leistungsgesellschaft taucht und da nebenbei bemerkt, jemand, der selbst Amphetamin, Kokain oder Methamphetamin oder Ähnliches schnupft, jedem sein eigenes Schnupfröhrchen, 10 Jahre, 20 Jahre Safer Sex und dann schnell in der Cocktailbar ein Frankenschein gerollt, eine Kreditkarte, jeder zieht schnell mal mit der Nase, der erste hat einen kleinen Furunkel, blutet ein bisschen, der nächste zieht das Röhrchen in seine Nase, wups, hat eine Hepatitis C. Das passiert relativ schnell, man schätzt so 10-12% der Hepatitis C-Fälle werden heute nasal übertragen. Also dran denken, safer sniffing. Drug abuse is bad, drug war is worse. Momentan der Drug war, die Mexikaner müssen das aushalten. Das ist viel schlimmer als in Afghanistan oder in Irak, was da abgeht. Da habe ich kein Bild mehr von, aber ich erinnere mich, da stand mal direkt in Amsterdam am Bahnhof groß gesprayt, make drugs, not war. Drugs mögen für einige Leute vielleicht ein Fluch sein. War ist sicher für alle Leute ein Fluch. Und Drugs sind immerhin für einige Leute ein Glück. Wars höchstens für einen verrückten General, aber sonst wirklich für niemand. Und auf jeden Fall kein War on Drugs. Ja, es gibt sogar Bäcker, die sind kreativ. Das sind Hanfgürzli im aktuellen Design. Das war direkt nach der Abstimmung zum Minarettverbot in der Schweiz. Gab es dann Hanfbäcker, die haben da Hanfgürzli gemacht. Hier, wenn man die weltweite Haschischproduktion anschaut, wobei das Schätzungen sind von so verschiedenen UNO-Büros, die dafür haben die Geld, die ganze Welt mit Satellit und Kameras aufzunehmen, auszurechnen, wo sie überall Hanfplantage finden, um dann hochzurechnen, wie viel Haschisch produziert wird. Und rechts tief die untere Reihe, das ist sozusagen das, was beschlagnahmt wird. Und beim Haschisch sind das ja so 15% in etwa, während
Beim Gras ist es deutlich weniger, da wird da wesentlich mehr hergestellt. Wobei man sagen muss, alles was indoor irgendwo hierzulande oder in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo wächst, das ist natürlich in dieser Statistik nicht erfasst, weil das kann man ja von Satellit nicht filmen. The War on Drugs, der Krieg gegen Drogen, geht vor allem von den USA aus. Ganz links fängt es an bei 1910, die Zahl der Gefangenen in den USA. Und dann 1920, 30, 40, 50, 60, 70. Und dann ab 80 jahrweise. Und dann sieht man sich, zwischen 70 und 80 hat sich in den USA entwickelt. Und das war sozusagen der Gefangenenindustriekomplex. Gefängnisse wurden privatisiert. Man hat den War on Drugs ganz hoch erklärt. Verfolgt Drogengebraucher, sperrt die ein und nötigt die praktisch zu Schwarzarbeit. Und das wird richtig industriell. Große Firmen können da billig produzieren lassen. Und die Gefängnisgesellschaften, die sind die Großspender der politischen Parteien, dass sie Gesetze machen, dass die Knaste schön voll werden. Inzwischen sind also weit über 2 Millionen in dem Land, das sich so das Land der Freiheit nennt, im Gefängnis. Hier sind die Gefangenen der USA nochmal in Relation zur Einwohnerzahl, weil zur Statistik vorher muss man sagen, ich warte mal kurz. Und die Einwohnerzahl der USA hat zugenommen von etwa 100 Millionen auf derzeit 300 Millionen. Aber hier sieht man in Relation zur Einwohnerzahl, wie die Zahl der Gefangenen in den USA zugenommen hat. Das sind über 750 im Moment. Und hier haben wir einen Ländervergleich. Ganz links der höchste, das sind die USA, kommen Russland, Thailand. In Thailand sind mehr als die Hälfte der Gefangenen wegen Drogendelikten drin. Dort ist auch War on Drugs aufs Härteste. Und dann sieht man so die Staaten, und die Schweiz ist es also mit 76 sehr moderat, Deutschland mit 89 und Österreich mit 95. Das ist im unteren europäischen Mittel. In Liechtenstein, da scheint es ganz wenig Kriminelle. Da sitzen in ganz Liechtenstein, die haben 7 Gefangene. Das sind 20 pro 100.000 Einwohner. Hier ist ein interessanter Vergleich. Der Schusswaffengebrauch bei Kriminaldelikten. Das heißt, in Deutschland muss jeder Beamte bei jeder Anzeige, die er schreibt, ankreuze, wurde bei dieser Straftat mit einer Schusswaffe gedroht oder wurde geschossen. Man sieht, da ist im Jahre 1993 ein riesiger Sprung nach oben. Das ist nicht, weil Deutschland krimineller geworden ist, sondern ab da sind die 9 Bundesländer oder die ehemalige DDR mit in der Statistik aufgenommen worden. Das ist also keine Veränderung im Verhalten. Aber seit Mitte der 90er Jahre bis heute kann man sehen, dass die Säulen immer kleiner werden. Das Drohen mit Schusswaffen hat um 49, also um fast die Hälfte abgenommen. Und das Schießen hat mit 48% auch fast um die Hälfte abgenommen. Und wenn man sich jetzt so Vorabendserien anguckt, die Drogenhändler in dicken Autos mit einem fetten Geldbeutel und eine Waffe auf dem Nebensitz. Und wenn man dann guckt, bei wie vielen Delikten im Rahmen von Betäubungsmittelhandel oder Schmuggel in Deutschland Waffen eingesetzt werden, dann sieht man, da gab es im Jahr 1995 einen Fall, da wurde zweimal gedroht. Das war in Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährigen. Und dann war noch 2004 nochmal eine Drohung. Das war eine Abgabe sonstiger Betäubungsmittel. Und einmal wurde geschossen und das war 2006 bei einem Haschischhandel. In allen anderen Jahren haben alle Polizisten in Deutschland immer diese beiden mit Nein angekreuzt. Hier nochmal zurück.
aktuell sind es so 6.000 Fälle, gut, wo gedroht oder geschossen wird. Es waren mal gut 12.000 Mitte der 90er Jahre. Aber davon ist der Hanf über all die Jahre und die anderen Drogen nicht betroffen. Also der klassische Drogenhändler ist nach Ausweis der Kriminalpolizei in Deutschland, Bundeskriminalamt, überdurchschnittlich friedlich. Wenn man andere Berufsgruppen durchgehen würde, seien es Autohändler oder was auch immer, Schrotthändler oder was auch immer, da kommen viel mehr Schusswaffengebrauch. Auch Schusswaffengebrauch im Amt, wo verboten ist, kommt vor. Also ja, wenn man seiner Tochter raten soll, lieber mit einem Haschischhändler oder mit einem Polizisten verheiratet zu sein, was das Risiko anbelangt, in einen Schusswaffenkonflikt zu kommen, ist beim Haschischhändler auf jeden Fall kleiner. Das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist nicht Abstinenz, sondern Autonomie. Mit dem Begriff Autonomie wird bei gewissen Leuten schräg angeguckt, weil die Autonomen, die kommen immer am 1. Mai in alle Boulevardblätter. Da gibt es dann Fernsehanstalten, habe ich selber mitgekriegt, in Kreuzberg, private Sender. Die können dann 100-Euro-Scheine verteilen an ein paar Punks und dafür zünden die zwei Container an und schieben die auf die Straße. Kommt die Kamera davor, da hat man die richtigen 1. Mai-Bilder. Aber autonom heißt im Grunde genommen einfach selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Und das ist das Wichtige, Drogenmündigkeit, Drogenkompetenz. Man muss was darüber wissen. Nicht? Drogenmischkonsum ist eine Kunst wie Kochen. Von einem Gewürz zu viel, dann schmeckt die Soße oder die Suppe nicht mehr richtig. Es muss wohl dosiert in der richtigen Kombination sein. Das ist eine Kultur und das ist nicht nur ein Konsum. Dieser Spruch ist mir eingefallen, als ich die Internetseite angeguckt habe von einer Frau, die wohnt gar nicht weit von hier, von Basel. Und zwar die Marion Kaspers-Merkt, die war einige Jahre Drogenbeauftragte. Und die hat eine unglaublich hysterische Kampagne gegen Cannabis und Cannabiskonsumenten geführt und immer betont, wie schlimm das ist. Und auf ihrer Homepage war sie zu sehen, bei der Weinprobe mit 2 Flaschen Wein, so am Einschenken. Und dann hat das so der Handverband und wir, Yves und Rave, wir haben das so moniert und in Blogs und in Zeitungen geschrieben, das sei doch der Fehler, sie sei ja gegen Sponsoring der Alkoholindustrie an der Laffverrät, aber selber macht sie da Werbung für badischen Wein. Und da hat die richtig trotzig reagiert. Hat gesagt, wenn die Leute wegen dem Bild monieren, da hole ich mir den starken Mann. Und das Bild wurde ersetzt, da stand sie dann mit dem Schröder, war der Bundeskanzler, beide eine Flasche, einen badischen Edelgutwein und drunter noch der Spruch, dass der japanische Kaiser davon getrunken hat. Also auf der einen Seite Narkoman, eine Liebe zu einer Droge und auf der anderen Seite Narkophob. Und wenn man gleichzeitig Narkoman und Narkophob ist, je nach Substanz, so substantistisch gesteuert, spricht man von Schizonarkophobie. Drogenpolitik bringt viele Probleme und deshalb habe ich mir so überlegt, auf Anregung von einem Schreiben, das ENCOT, das ist eine europäische Koalition für eine neue Drogenpolitik, lauter NGOs sind da zusammengeschlossen und die haben für das Treffen der Suchtstoffkommission im Jahr 2008 einen Text entworfen für eine neue Drogenpolitik. Und diesen Text habe ich umgebaut, weil ich bin viel radikaler noch als vielleicht manch anderer. Weil Drogenkultur ist wirklich eine alte Kultur. Und Psychonautik durch Chemikalien, durch bestimmte Pflanzen, sein Bewusstsein zu verändern und nicht nur durch Yoga oder Meditation oder Musik oder was auch immer. Das ist ein Grundrecht und das ist eine uralte Tradition, seit Jahrtausenden belegt
Und dann kommen da so ein paar Politiker und sagen auf einmal, das sei nicht rechtens. Da fühle ich mich in meinem ureigensten Recht beschnitten. Und dagegen bin ich. Ich kämpfe mit meiner Freiheit. Und diesen Text hier, den kann man im Internet nachlesen unter 25.nachtschatten.ch. Ich zeige auch noch die Adresse. Und diesen Text habe ich auch als GNU-License rausgegeben. Also wer sich mit Copyright oder Internet auskennt, GNU-License heißt, dieser Text ist Gemeingut. Den darf jeder weitergeben, übersetzen oder sonst was. Auch die ganzen Texte davor und danach, die habe ich so zusammengefasst auch in einem Buch. Das gibt es hier am Stand. Psychonautik, Hedonismus und Ekstase. 25 Jahre Nachtschatten Verlag. Den Verlag gibt es auch nur wegen dem Staatsanwalt, weil der mal Bücher verbrennen ließ in Solothurn. Importierte Bücher. Und da hat Roger gesagt, ich mache selbst Bücher. Und die 25-jährige Geschichte, Verlag und einige Organisationen stehen genau hinter dem folgenden Konzept. Und zwar geht es darum, aufgrund der Schäden der Drogenpolitik, die sehr offensichtlich sind und die gescheitert ist, die Politik zu ändern. Nicht die meisten Länder tun nach einem internationalen Vertrag der sogenannten UNO-Drogenkonventionen von 61, 71 und 88 die Gesetze anwenden. Aber diese Anwendung der Gesetze verhindert nicht, dass es trotzdem eine lebendige Hanfkultur gibt, dass es trotzdem riesige Partys gibt, wo viele Leute hingehen und Drogen nehmen. Also die Repression ist ungeeignet, irgendwie das zu unterbinden. Ja, die Repression neigt vielleicht sogar dazu, den Handel anzukurbeln. Denn es zeigt sich, da wo die Leute kiffen dürfen und das kaufen dürfen, in Holland, kiffen weniger Leute als zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland. Und von den Gesetzen sind vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft betroffen. Die Bauern, dort werden die Drogenkriege geführt. In Afghanistan, in Mexiko, in Peru, in Bolivien. Und das ist einer ihrer Urrechte. Die haben schon immer Koka angepflanzt. Und dann kommt einmal irgendeine Behörde und sagt, jetzt dürft ihr das nicht mehr. Das ist so wie die EU-Saatgutverordnung, die den Bauern verbietet, frei zu wählen, was sie säen wollen, sondern Saatgut kaufen müssen, aber selber kein Saatgut mehr herstellen müssen dürfen oder sie müssen Lizenz zahlen. Wie früher hatten die Bauern einen Gutsherrn, gab es Bauernkriege, dann waren sie frei und jetzt kriegen sie langsam irgendwelche Lehnskonzerne. Und Hanf und Drogen waren, glaube ich, so der erste Experimentierball dieser Globalisierung. Alles irgendwie für die Shareholder Holdings unter Kontrolle zu bringen, dass man aus jedem Schritt, wo der Leben Mensch zum Leben braucht, sein Kapital schlagen kann. Die Drogenpolitik ist auch mit der Verletzung der Menschenrechte verbunden. Erst im Jahr 2008 sind die auf die Idee gekommen, überhaupt die Menschenrechte in diesen UNO-Konventionen aufzunehmen. Vorher war es völlig legal, Drogenkontrollen und Drogenverfolgung ohne Einhaltung der Menschenrechte durchzuführen. Und da haben alle Regierungen zugestimmt, auch die unsrigen. Das muss man sich ja vorstellen. Und dann ist natürlich die Souveränität der Länder. Denn wenn ein Land jetzt abstimmt, bestimmte Sachen zu legalisieren, dann kommt die UNO und sagt, dann machen wir Sanktionen. Das ist Untergrabung der Selbstbestimmung der Staaten. Nicht, wenn die Leute so abstimmen und was für richtig finden, dann muss man denen das auch erlauben und nicht so ein Weltzensur-Druckmittel. Das ist so wie die Inquisition der Kirche. Damals waren es Bücher, heute sind es Moleküle. Und dann in vielen Ländern ist natürlich die Zerrüttung des Rechtsstaates zu beobachten. Und auch hierzulande gibt es Polizisten, die wissen, wenn sie jeden Monat bei ihrem Kokainhändler vorbeigehen und 30 Gramm für Umme kriegen, dann hat der seine Ruhe und er sieht nichts.
Also Korruption gibt es auch hierzulande, vielleicht nicht so offen und so häufig wie Afghanistan oder in Mittelamerika, aber der Rechtsstaat in seinen Grundfesten ist vielerorts durch den Drogenkrieg völlig außer Kontrolle geraten. Ich muss denken, in Afghanistan, es sind NATO-Panzer, also europäische und US-amerikanische, kanadische Steuergelder. Damit werden die Opium- und Haschischfelder bewacht, damit der Warlord von einem Tal die Ernte vom Warlord im anderen Tal nicht anzünden kann. Denn man braucht ja Drogen, um ein War on Drugs zu führen. Und den führt man momentan in Zentralasien, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Die Länder, die sind momentan am meisten betroffen. Und aus diesem Grund muss eine grundlegende Veränderung eintreten bei der Drogenkontrolle. Lokal, regional und weltpolitisch. Denn wenn man so weitermacht wie heute, dann geht das Vertrauen in die Politik verloren. Weil man sieht an der Politik mehr Schaden als Nutzen. Und wenn man die Drogenpolitik den individuellen Freiheiten und nach den Menschenrechten von der Annahme eines mündigen, freien Menschen, dann ist nicht die Weltgesundheitsorganisation für Drogen zuständig, weil Drogen nehmen ist keine Krankheit, sondern Drogen nehmen ist eine Kultur. Ist gut, wenn man etwas davon weiß, darum ist es auch Wissenschaft. Und es ist gut, vor allem, wenn man die Kinder gut informiert. Und dann ist es die Bildung. Und dafür ist die UNESCO zuständig, die auch Weltkulturerbe bestimmt oder immaterielles Weltkulturerbe oder sich um die Bildung in verschiedenen Ländern kümmert und vergleicht und wie man das verbessern kann. Momentan wird so getan, als Drogen automatisch was mit Kriminalität und Krankheit zu tun hat. Aber das ist eine Fehlannahme. Die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, sind ausgesprochen gesunde Menschen. Ich merke das in meinem Umfeld. Ich lebe in Berlin und wir sind oft in Clubs und machen Infostände oder auch im Chill-Bereich Musik und kosmisch gestimmte Musik. Und da fällt mir auf, es kommt eigentlich nie vor, dass jemand, der auf dem Programm steht, wegen Krankheit nicht da ist. Sondern im Allgemeinen, die DJs sind ausgesprochen, das ist ein gesunder Beruf. Die sind immer da, wenn die auf dem Flyer stehen. Freitag, Samstag, Sonntag, stundenlang. Kommt selten vor, dass jemand krank ist. Und da kenne ich viele, die konsumieren dies und jenes. In Deutschland ist das ja nicht verboten. Ist der Konsum erlaubt? Darf man das auch frei erzählen, dass man das dort tut? Und deshalb, die Drogenpolitik gehört als immaterielles und materielles Kulturerbe geschützt, die Psychonautik und es gehört die Bildung dazu gefördert. Und ich denke, dann ist die Gefahr für die Menschen, die diese konsumieren, weitaus geringer als heute. Weil ich stelle fest, wenn ich in Berlin in einer Schule 3 Klassen, 3 Schulstunden, meine erste Frage an die Schüler ist meistens, ob sie schon mal wegen dem Betäubungsmittelgesetz gelogen haben. In der Familie, den Onkel, die Tante, die Oma, die Eltern, die Geschwister, Freunde, weil eben Drogen wie ein Tabu behandelt werden. Das heißt auch Kinder, die nie eine Droge genommen haben und das auch nicht beabsichtigen von ihrer Mentalität. Aber persönliche Beziehungen in der Familie werden vielleicht schon dadurch belastet, weil sie nicht frei erzählen können, was bestimmte Kinder in der Klasse tun, weil das ein Problem gibt. Das ist eine Zerstörung der sozialen Infrastruktur und der Vertrauensbasis in der Familie, im Quartier, in der Schule. Also der soziale Schaden, auch für Nichtkonsumenten, ist durch ein Betäubungsmittelgesetz auf jeden Fall gegeben. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern wirklich nur die Art, wie wir damit umgehen.
Nicht das Auto ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir mit dem Auto fahren. Und wenn man natürlich geschwindigkeitssüchtig ist, dann ist man vielleicht zu schnell in der Kurve und landet in einem Baum. Wenn man Glück hat, funktioniert der Airbag, sonst hat man Pech gehabt. Psychonautisch reisen muss gelernt sein. Drogen nehmen muss gelernt sein. Das ist eine Kultur, wie Wein trinken. Ich erinnere mich, 7 Jahre war ich alt, fette Vigneron in Vevey, das am Genfer See. Da gibt es gute Weißweine, Saint-Saphorin und Desalais und dann Richtung Wallis schon Aigle-Muraille. Und wir waren Kiddies mit den Eltern da. Und wir Kiddies haben dann immer nur so 1,5 Finger hoch in diesen 1-Dezigläsern bekommen. Und auch ein Stück Brot. Und die Winzerinnen haben uns erklärt, den Unterschied von diesem und jenem Wein und über Rebsorten. Heute würden sich ja solche Winzerinnen strafbar machen. Da steht dann in der Bild oder im Blick das helvetische Pendant. Skandal! Winzerin verführt Kinder zum Saufen und Bußgeldbescheid. Das heißt, durch Überreglementierung, da wird im Grunde genommen eine normale Sozialisation gar nicht mehr ermöglicht. Nämlich selber abzuchecken von der Reife, vom Kind, wie alt ist es, darf man, kann man. Das ist so eine persönliche Angelegenheit, da kann man nicht irgendwie sagen, ab 16, ab 18, ab 21. Aber durch solche gesetzlichen, wenn man also unter 16-Jährigen das nicht geben darf, dann weiß man, die machen das allein. Also machen sie es unkontrolliert, ohne den weisen Rat des Genießers. Weil Genusskultur, darauf kommt es an. Wenn man es genießen kann, nach einem guten Essen ist man satt. Und nach einem guten Trip ist man befriedigt. Das ist wie nach einem guten Sex. Und wenn es halt nicht gut war, dann kriegt man Lust auf mehr. Das heißt, Genusskultur hilft auch zur Drogenmündigkeit. Und darum haben wir auch eine Homepage, die heißt drogenkult.net, Drogengenusskultur oder Drogenkulturgenuss. Und wir haben so als zentrales philosophisches Thema Drogengenuss, Drogenkultur, Genusskultur, Kulturgenuss, so die ganzen Variationen aus dieser, so wie fast wie einem I Ching-Zeichen, wie die Zeilen sich wandeln. Und diese Genusskultur, da haben wir dann so Fachinformationen und vor allem auch Informationen zum Mischkonsum, weil es ist auch wieder so, Drogenberater geben sich modern und sagen, wir sind akzeptieren und reden noch relativ offen über eine Ecstasy. Aber wenn man die Klientele zählt, Ecstasy und dann noch ein bisschen Speed und danach GHB, dann sagen sie, nein, 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 aber Mischkonsum nicht. Und dabei betreibt jeder Mischkonsum. Muss auch nur so hier in Schwarzwald in den Café gehen am Sonntag. Die Damen, Schwarzwälder Torte mit Schokolade und Kirsch und ein Kirsch und ein Kaffee dazu und ein Zigarettchen. Das ist Drogenmischkonsum. Aber dann irgendwie Plakate drucken, Drogenmischkonsum, das ist des Teufels. Weitere Infos zum Thema. Das erste habe ich schon genannt. Der Inhalt dieses Buches gibt es im Netz. Man kann auch genau gucken, wann ich welche Abschnitte geschrieben habe. Ich habe das im Wiki offen geschrieben. Dadurch konnten mir Leute während des Schreibens nur Anmerkungen schicken oder Erweiterungen oder Hinweise. Also öffentlich zu arbeiten, das ist ein gutes Feedback. So durchs Internet hat man neue Kommunikationsmöglichkeiten. Und es zeigt sich auch, wenn man mit Lizenzen freizügig umgeht, hat man weniger Probleme, wie wenn man ein Copyright reinsetzt. Das ist mit Copyleft, kann man in die Wikipedia angucken, was Copyleft heißt und ein Copyleft-Zeichen ist. Und das ist, ja, so wie das Programm, das ich hier im Rechner brauche, das ist ein Linux, ein Debian Linux, das ist Gemeingut. Man kann eigentlich so in Alt-Ostdeutsch sagen, das ist volkseigene Programm, ein voreigenes Betriebssystem, VEB, Linux, VEW, volkseigenes Betriebssystem.
Man muss den Quellcode kennen. Und so ist es auch bei Substanzen. Wenn man weiß, wie sie wirkt, dann kann man besser interagieren. Während wenn man von jemand abhängig ist, wie bei einer Markensoftware. Und das ist ja, was viele Therapeuten wollen. Die leben ja davon. Das ist ja ein riesen Geschäftsbereich. Nicht vom Polizist über den Staatsanwalt und einen Richter und einen Gutachter, eventuell noch Gefängnisverwaltung. Das sind ja alles Jobs. Die verdienen dran. Und dann Zwangsmaßnahme, geh in eine Drogenberatung. Das heißt, der muss sich beraten lassen. Das ist also eine Klientel mehr. Das ist ein Punkt in der Statistik. Dafür kriegt man dann wieder Geld. Das ist richtiges Business, auch hier. Und darum geht es, das Handjournal hat auch einen Stand hier, 203. Da schreibe ich immer eine Glosse, so alle zwei Monate über die Drogenbeauftragte und sonst über Hanf. Und Franjo von der Freien Arbeitsgemeinschaft für Medizin schreibt da auch immer so über die neueste medizinische Forschung. Und dann die Hanfparade. Das ist eine politische Demonstration, da habe ich einige Texte draufgesetzt über Recht und Ethik, also so was ich angeschnitten habe mit Freiheitsrechte und individueller Freiheit, Selbstverständnis von Freiheit, da habe ich allerlei geschrieben, kann man da nachlesen. Und wenn jemand in Berlin ist, wir freuen uns über jeden, der mit uns demonstriert für die Legalisierung von Cannabis. Cannabis als Weltkultur ist das Thema. Und dann gibt es in Berlin auch das Hanfmuseum, also wenn man mal in Berlin ist, das lohnt sich. Das ist ein Museum, alles über die Hanfkultur, über die Jahrhunderte hinweg, Papierherstellung genau gezeigt, die Maschinen. Manchmal wird gezeigt, wie man Hanföl macht mit alten Handpressen. Da gibt es auch Workshops und so. Also, finde aber interessante Infos. Da treffen wir uns, also Hanfparade, wir treffen uns jeden Dienstagabend im Hanfmuseum, öffentlich, kann man uns besuchen, diskutieren, so wie ein Workshop. Und dann gibt es die Hanfplantage, das ist so ein Blog, wo sehr viele Drogennachrichten drauf sind, aus aller Welt, juristische Urteile, irgendwelche Vorkommnisse, neue Erkenntnisse über neue Substanzen oder was auch immer, kann man abonnieren. Und das unterste, psitv.tk, das ist ein Kanal, da sind Vorträge auf, so wie hier, zum Beispiel auf der Cannatrade oder von Kongressen oder in Clubs. Wir machen auch oft so an besonderen Tagen, Freitagabend ab 18 Uhr geöffnet und von 20 Uhr an sind Vorträge und Workshops. Danach gibt es dann für alle Essen und danach geht die Party los, weil die Leute wollen Information, das Bedürfnis ist da, die Leute kommen. Und da sind halt viel solche Veranstaltungen dokumentiert oder auch Podiumsgespräche oder auch politische Diskussionen im Rathaus zu Berlin oder Ähnliches. Und da kann man sich informieren, wenn man lieber im Sofa sitzt und am Bildschirm guckt, als irgendwie am Bildschirm liest oder in einem Buch liest. Ja, und in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine nette Zeit hier auf der Cannatrade.